Hallihallo, liebe Triathlon-Freunde. Ich stehe hier vor unserer Redaktion in Altona in Hamburg, bin aber heute nicht da beschäftigt, sondern gehe eine Etage höher. Wenige Treppenstufen. Über uns liegt das Institut von HiSize. Die haben drei Institute in Hamburg, Köln und München. Und ich bin verabredet mit Yannick zum Bikefitting. Und dann gehe ich mal mit euch hier in die heiligen Hallen und wir gucken mal, wo wir am Ende dieses Tages stehen. Ich hoffe darauf, dass wir gar nicht so viel woanders stehen, denn das Rad fühlt sich so auf den ersten Fahrten schon perfekt passend an. Yannick macht da schon lustige Dinge mit bunten Strichen. Wir werden verschiedene Dinge dokumentieren und dann schauen wir uns mal an, was da am Ende bei rauskommt. So, Yannick, erklär uns jetzt mal, um was es hier heute geht. Genau, also ich habe jetzt gerade schon angefangen, hier das Rad einmal einzuspannen, die aktuelle Position einmal auszumessen. Jetzt unterhalte ich mich ein kleines bisschen mit Frank, um mal abzustecken, was fühlt sich bisher ganz gut an, was fühlt sich nicht so gut an, wo hat er vielleicht Schmerzen, wo hat er selbst noch das Gefühl, dass Potenzial da ist. Danach schauen wir uns mit ein paar kleineren Tests an, wie beweglich der Frank ist und wie stabil. Und dann gibt es ein kurzes Warm-up auf dem Rad und wir messen erstmal die aktuelle Position komplett durch. Danach schauen wir uns das Bild am Rechner gemeinsam an und werden dann festlegen, wie wir weitermachen, mit welchen Veränderungen wir mal starten, um möglichst uns durch das Fitting so durchzuhangeln, dass wir ein Problem nach dem anderen gelöst bekommen. Ja, ich bin jetzt hier so gut 10 Minuten gestrampelt, ein bisschen warm gefahren und schwitze noch ein bisschen hier und schnaufe unter meiner Maske, aber Yannick hat erste Ergebnisse. Die erste Analyse hat gezeigt, dass die Position im Großen und Ganzen jetzt nicht komplett verkehrt ist, dass wir aber doch so ein paar Kleinigkeiten aufgezeigt haben, wo wir noch was rausholen können. Das wäre zum einen eine leichte Unruhe im Bereich des Beckens und ein kleines Nachtreten aus dem Sprunggelenk, kurz bevor die Kurbel die 180-Grad-Position erreicht. Die Fußstreckung ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht mit dem Sattel leicht zu hoch sitzen. Das unruhige Becken kann mehrere Faktoren haben, da müssen wir jetzt so nach und nach eins nach dem anderen abhandeln, um zu schauen, ob wir Frank dann auch deutlich stabiler auf den Sattel setzen können, um eines seiner Hauptprobleme, die Rückenbeschwerden, besser in den Griff zu bekommen. Dann war im Satteldruck auffällig, dass wir sowohl in Aero, aber auch in Basebar-Position nicht symmetrisch auf dem Sattel sitzen und die rechte Seite etwas nach vorne gezogen ist und links etwas weiter hinten hängt. Das kann mit der etwas zu hohen Sitzposition zusammenhängen, kann aber auch funktionelle Ursachen haben, wie zum Beispiel blockiertes ISG-Gelenk oder leichte Beweglichkeitsdysbalancen, sodass er auf einer Seite eben etwas beweglicher ist und leichter mit dem Fuß nach unten kommt und das so auf dem Sattel schon ausgleicht. So, und zu guter Letzt haben wir hier das Fußdruckbild, wo wir auch sehr schön erkennen durch die Druckspitzen, die wir im Bereich des großen Zehens haben, dass da ein gewisses Nachtreten und eine gewisse Spitzfüßigkeit vorhanden ist. Ansonsten sind die Bereiche, die belastet werden, sehr schön. Kraftangriffspunkt könnte vielleicht noch ein kleines bisschen kompakter werden, aber das werden wir jetzt im Auge behalten, wie sich das über die nächsten Durchgänge dann weiterentwickelt. Gut, dann geht's jetzt ans Verändern. Pedalachse nach hinten gezogen, nein. Das Pedal
mein auf Fuß das Ballenfeld gesetzt. Genau, mein Fuß über die Pedalachse nach vorne geschoben, sowas richtig. Ja? Richtig, genau. Genau, und ja, jetzt bin ich gespannt, was man da an Messwerten sieht. Yannick. Ja, also man würde erwarten, dass der Kniewinkel etwas größer wird oder dass der Fußwinkel größer wird, weil wir den Fuß ja auf dem Pedal nach vorne ziehen, was dann zu einer größeren Kniestreckung führt. Das haben wir jetzt interessanterweise nicht bei Frank. Also muss er das irgendwie anders kompensiert haben. Ich vermute, dass er ein bisschen auf dem Sattel nach vorne gerückt ist. Beziehungsweise habe ich, vermute ich das nicht nur, weil ich das schon gesehen habe, auf dem Satteldruckbild. Werden jetzt im nächsten Schritt mal wieder 2 mm den Sattel nach unten stellen, um dann zu schauen, ob wir auch dann noch mehr Ruhe in das Becken kriegen. Wenn wir uns das aber einmal im Vergleich zum Beginn anschauen, sehen wir, dass das Becken schon ein kleines bisschen weniger Bewegung hat. Gerade wenn man so die Konzentration noch auf den Hüftmarker setzt, den wir auf dem Becken angebracht haben, ist in der Ausgangssituation gerade so die Bewegung hier nach schräg hinten größer, wie wir sie aktuell haben. Auch das Nachtreten unten im Sprunggelenk ist ein kleines bisschen weniger geworden. Und bei manchen Tritten sogar schon komplett weg. Wir sehen das auch einmal im Fußdruck, wo wir vorher noch relativ hohe Drücke im Bereich der Zehen hatten. Sind wir jetzt vor allem auf der rechten Seite deutlich runtergegangen. Links ist es zwar am Zeh gleich geblieben, dafür arbeitet der große Zehenballen aber deutlich mehr mit. Auf beiden Seiten hat sich auch der Kraftangriffspunkt stabilisiert. Also wir sind mit dem Fuß deutlich stabiler im Schuh. Und auch die Kraftkurven, wir erinnern uns breiter geworden, ne? An, das kann auch daran liegen, dass ich einfach eine Sekunde kürzer aufgezeichnet habe. aber wir erinnern uns an die leichten Zacken, die wir in der roten Kurve immer wieder drin hatten und an einen Höhenunterschied der Kurven, wo wir jetzt sowohl von der Qualität und auch von der Rechts-Links-Verteilung besser sind. Satteldruck ist das, was ich gerade im Video schon mehr oder weniger angekündigt habe, ist, dass du etwas nach vorne gerückt bist auf dem Sattel. Deswegen hat man dann auch keine Kniewinkelvergrößerung. So, da mir das aber etwas zu wenig Fläche ist, die du auf dem Sattel benutzt, versuchen wir jetzt da die Fläche wieder etwas zu vergrößern, indem wir im ersten Versuch jetzt mal versuchen, über die Sitzhöhe zu gehen. Wenn das nicht klappen sollte, werden wir über eine Nachsitzveränderung, also den Sattel, die ja etwas mehr unter den Hintern ziehen. Ja, es fühlt sich so an, als wenn ich tief sitze. Subjektiv, gewöhnungsbedürftig tief, ja. Die Knie sind ganz schön gebeugt. Also wenn ich eher mit den Knien sitze, weil das... Ja. Okay. Ich drehe die 2 mm wieder nach oben und schiebe den Sattel mal nach vorne. Und du bräuchst heute nicht rein, was dir subjektiv besser gefällt. Okay. Fühlt sich gut an. Besser als vorher, ne? Ja.
Schön. Du meinst länger? Mhm. Ja, können wir auch was probieren. Ja, wollen wir ausprobieren, oder? Ja. Würde mal flacher kommen, wenn wir die länger setzen. Ja. Haben wir gefühlt auf jeden Fall Spielraum für jetzt. Und subjektiv gefühlt, ist die Pedalachse links weiter hinten als rechts. Rein subjektiv. Ja. Wie ist es da? Ja, das ist wieder leicht viel. Du hast das hier ein Stück nach vorne. Echt? Okay. So, jetzt sind wir fast gerade. Ja, und jetzt komme ich mit dem Oberschenkel rüber. Den Unterschied merkt man. Mhm. Fühlt sich voll breitbeinig an. Das ist immer nett. Nett. So, was haben wir gemacht und was sieht man? Wir haben dich vorne ein bisschen länger gesetzt. Ich habe die Pads 1 Zentimeter nach vorne gesetzt. Entsprechend die Extensions auch 1 Zentimeter rausgeschoben. Dann haben wir die Pads leicht nach außen aufrotiert auf beiden Seiten, um eine Flucht von vom Extension-Ende über die Pads zu den Schultern möglichst geradlinig zu bauen. Und dann haben wir die Extension-Enden noch ein bisschen stärker angewinkelt, um ein neutraleres Handgelenk zu produzieren. Jetzt haben wir hier den Satteldruck und ich fange mal von Anfang an. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass wenn du relativ weit vorne auf dem Sattel sitzt, wir vorne relativ viel Druck haben. Und dann hast du dich jetzt etwas weiter nach hinten gesetzt, wo wir ein deutlich entspannteres Druckbild haben. Ne? Also da sprechen wir von Maximaldrücken so 500-600 Millibar. Als du vorne warst, ging das Richtung 800-900 Millibar. Aber nach wie vor mehr rechtslastig. Ne? Mehr rechtslastig, genau. Stellt sich jetzt die Frage, wo kommt dieser Drift her? Du sagst ja selber, du machst das nicht aktiv oder nicht bewusst. Heißt, es passiert irgendwie mit dir. Erste Möglichkeit und die naheliegendste für viele ist, der Sattel ist etwas nach unten geneigt. Da haben wir bei dir aber relativ geringe Neigung, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das daher kommt. Zweite Möglichkeit ist, dass wenn du dich weiter nach hinten setzt, du dich mit deinen Oberschenkeln mit jedem Tritt so ein bisschen vom Sattel wieder nach vorne schiebst und dann irgendwann wieder an dem Punkt landest, wo du dich für einen dauerhaften Zeitraum aufhalten kannst. Ja. So, da du aber keine Sattelprobleme hattest am Anfang, heißt das, wir können auch ruhig in diesen gelben Bereich wieder reinkommen und dir den Sattel jetzt nochmal ein paar Millimeter wieder nach hinten ziehen. Nicht die ganzen 5 mm, die wir vorher nach vorne gegangen sind, sondern dass wir jetzt in kleinen Schritten nach hinten gehen, bis wir den Punkt erreichen, wo du von der Länge eine geraden Rückenlinie produzierst und keinen Buckel mehr machst, also nicht zu kompakt sitzt, du aber dann auch nicht mehr nach vorne rutscht. Das sind die nächsten Schritte. Ja. Wenn man einmal vorne das Cockpit vergleicht, in der Position vorhin war hier das Ziel, also das war das Bild vorhin links, wo wir hier einen gewissen Knick im Handgelenk haben. Da haben wir die Extension-Enden quasi ein bisschen nach oben gebracht, um es ein bisschen neutraler zu gestalten. Mehr müssen wir das jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, auch das war keine Problemstelle. Und du hast es ein bisschen angenehmer subjektiv empfunden, wenn es so ein bisschen nach unten ging. Mhm. Was wir aber auch sehen, über den einen Zentimeter, den wir dir an Länge gegeben haben, ist der Rücken etwas flacher geworden. Ist nicht mehr ganz so gestaucht, sondern wie Ziehharmonika-mäßig so ein bisschen auseinandergezogen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das von der Zentimeter fangen kann. Fühlt sich jetzt vom Druck her unangenehm an. Okay. Vielleicht muss ich einen Moment gewöhnen, aber...
Grenze bringt. Also initial geht. Vorne hin. Mittig. Mittig. Ja. Aber jetzt ist kein Gehirn durch. Hier haben wir jetzt verglichen auf der linken Seite die aktuelle Position, so wie sie eingestellt ist. Auf der rechten Seite haben wir mal ausprobiert, wenn du ein etwas längeres Cockpit bekommen würdest von Canyon. Also du hast die Ellenbogen mittig auf die Pads gelegt, kannst mit den Händen vorne jetzt nicht mehr die Extensions greifen. Hat aber direkt als Folge, dass du insgesamt ein bisschen flacher kommst, ne? Mit dem ganzen Rücken. Der Kopf, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil du ein bisschen in eine andere Richtung schaust. Ja. Aber auch insgesamt vom Rücken und auch vom Ellenbogenwinkel ist es einfach ein bisschen offener und ein bisschen entspannter. Es sieht zwar so auf den ersten Blick, wenn ich drauf schaue, sieht es auf der linken Seite deutlich sportlicher aus wie auf der rechten. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Jetzt schauen wir aber die Rückenlinie uns an und stellen fest, dass der höchste Punkt des Rückens genau gleich ist. Ja. Links hast du am Anfang deinen Kopf etwas tiefer genommen. Hättest du das rechts auch gemacht, wären wir genau gleich. Von der Höhe, also auch von deinem abgeschätzten CDA-Wert. Mhm. Stabilität auf dem Sattel ist deutlich größer. Wir sehen es auch daran, der Marker bewegt sich ein kleines bisschen weniger und das, obwohl die Trittfrequenz deutlich zugenommen hat über die Versuche. Ich habe dich immer mal wieder nach unten korrigiert, das hat fast nichts gebracht. Du bist immer wieder zwischen 90 und 95 angekommen. Okay. Vom Satteldruck haben wir jetzt wieder vorne an der Spitze ein kleines bisschen mehr. Subjektiv war es für dich aber okay. Das heißt, wir können das auf jeden Fall erstmal so testen. Wenn es dann doch auf einer längeren Fahrt Probleme macht, müssen wir da nochmal ran und vielleicht auch mal ein anderes Sattelmodell vergleichen. Von der Stabilität, wie gesagt, gefällt es mir sehr gut und wenn dieser rote Punkt kein Problem macht, ist er mir auch ziemlich wurscht. Mhm. Mit die größte Veränderung, die wir gemacht haben, ist, dass wir dich vom Becken deutlich stabiler auf den Sattel gesetzt haben. Wirkt jetzt im Video vielleicht nicht ganz so eindeutig, liegt aber daran, dass du sicher 15 bis 20 Umdrehungen an der Kadenz zugenommen hast und dich da auch nicht mehr hast runtertreiben lassen. Das haben wir erreicht durch eine leichte Reduzierung des Nachsitzes, also indem wir den Sattel ein bisschen nach vorne gezogen haben und minimale Reduzierung der Sitzhöhe. Wenn ich jetzt gerade mich richtig erinnere, sind wir da, glaube ich, insgesamt 2 mm nach unten gegangen. Wir haben außerdem eine stabilere Fußposition mit einer leicht flacheren Ferse und weniger Ankling, also weniger Ausstrecken des Sprunggelenks am unteren Totpunkt. Das hilft dann beim Laufen auch vor allen Dingen, ne? Richtig, weil dieses Ankling kommt rein aus der Wade, also das ist eine Streckung des Sprunggelenks, also eine Bewegung, die zu 100% aus dem Wadenmuskel kommt, einer der Hauptmuskeln später für den Marathon. Dann sehen wir jetzt aber auch, wir haben eventuell noch ein bisschen Potenzial, vorne dich ein bisschen länger zu setzen. Da waren wir jetzt ein bisschen limitiert, weil das Rad aktuell noch nicht mehr hergibt. Wenn ich da aber richtig informiert bin, gibt es noch einen längeren Aufbau vorne, sodass wir da mindestens noch mal einen Zentimeter rausgehen können, wo ich noch mal das Potenzial sehe, dich insgesamt ein bisschen flacher dann noch mal auf das Rad zu setzen. Weil wir dich vorne quasi die Ellenbogen nach vorne ziehen und dann wird der Ellenbogenwinkel auch ein bisschen kleiner. Jo. Genau. Von vorne betrachtet ist linke Seite wieder die Ausgangssituation. So haben wir das jetzt. Wir haben die Ellenbogen ein kleines bisschen nach außen gebracht, um ein bisschen Komfort in dem Bereich zu schaffen. Wenn du dich kleiner und aerodynamischer machen willst, machst du das dann
lieber über eine aktivere Positionierung. So kannst du in entspannteren Phasen, wo jetzt die Aerodynamik vielleicht nicht ganz so entscheidend ist, nochmal ein bisschen deine Strukturen, Muskulatur, Haltemuskulatur vorne im Cockpit ein bisschen schonen. Genau, das haben wir erreicht eben durch die Aufrotation der Pads, sind aber mit den Ellenbogen immer noch schön eng, so dass man auf beiden Seiten die Oberschenkel deutlich nebendran vorblitzen sieht. Die Beinachsen waren vorher schon sehr gut. Vor allem in der Druckphase war da vorher schon relativ wenig Bewegung. Wir hatten so einen ganz minimalen kleinen Schlenker, vor allem auf der rechten Seite am oberen Totpunkt der Kurbelbewegung. Die haben wir reduziert bekommen. Noch nicht ganz rausbekommen, aber deutlich reduziert. Das haben wir erreicht durch eine kleine Glied-Anpassung, wo wir dir ein bisschen mehr Spurbreite gegeben haben auf beiden Seiten und durch die Öffnung des Hüftwinkels, weil wir den Sattel ein bisschen nach vorne gezogen haben. Genau. Das Ganze auf dem Sattel hat dazu geführt, dass wir ein kleines bisschen mehr Druck haben und nicht nur ein kleines bisschen, schon deutlich mehr Druck. Solange das aber kein Problem darstellt und Frank damit keine Druckbeschwerden bekommt oder im schlimmsten Fall sogar ein einschlafendes Gemächt, stellt das keine weiteren Probleme dar. Sollte das passieren, dann müssen wir da nochmal ein kleines Feintuning machen und vielleicht nochmal ein paar andere Sattelmodelle vergleichen. Grundsätzlich ist aber erstmal mir die Stabilität am wichtigsten gewesen, weil das Hauptproblem war der untere Rücken und der hängt direkt zusammen mit der Stabilität, die wir auf dem Sattel haben. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Füße. Da hatten wir anfangs das Bild, dass wir auf beiden Seiten den Hauptdruck am großen Zehen haben und einen relativ langen Kraftangriffspunkt, vor allem auf der rechten Seite, plus unterschiedlich hohe Kraftkurven links und rechts. Die rechte Seite hat etwas mehr gearbeitet als die linke. Das war dann die letzte Position, wo wir eine gleiche oder mehr fast identische Höhe der Kraftkurven haben. Wir sind jetzt im Rechts-Links-Vergleich bei 51,49 angelangt und vom Druckbild haben wir deutlich weniger Druck am großen Zehen. Vor allem auf der linken Seite haben wir es dann geschafft, den Großzehenballen deutlich mehr mit ins Boot zu holen, aber auf der rechten Seite sieht das besser aus als am Anfang, vor allem weil wir einen deutlich kompakteren Kraftangriffspunkt hier haben. Genau, jetzt heißt es die Position in der freien Wildbahn zu testen und sollten dann noch kleinere Probleme auftreten, muss man das dann über ein kurzes Follow-up-Fitting nochmal feinjustieren. Das ist schon die Positionierung, wo wir Frank in eine aktive Haltung auf dem Rad gebracht haben. Also das ist nicht mehr entspannt, sondern da haben wir ihn reingetrieben, indem wir ihn ein bisschen nach vorne auf die Sattelspitze positioniert haben, dann das Becken nochmal ein Stück weiter nach vorne rotiert. Die Wirbelsäule sollte er dann zwischen die Schulterblätter fallen lassen und die Schultern möglichst weit zu den Ohren ziehen. So. Prima, also haben wir einiges erreicht heute. Richtig. Also wie gesagt, der Hauptpunkt ist sowohl am Kontaktstelle Sattel wie auch an der Kontaktstelle Fuß haben wir einen deutlichen Stabilitätsgewinn. Wenn wir dann jetzt im nächsten Schritt nochmal den 1 Zentimeter, vielleicht 1,5 nach vorne gehen können, um das noch ein bisschen aerodynamischer zu machen. Also, zieht euch warm an. Danke, Yannick. Bitte.